Moin Moin Seekraut-Freunde, willkommen zurück auf dem Seekraut-Kanal und willkommen zurück zu diesem Giveaway-Auflösungsvideo, könnte man sagen. Ihr wart super fleißig und habt ganz zahlreich mitgemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. 63 Daumen, 480 Aufrufe, jede Menge Kommentare. Vielen, vielen Dank. Einsendeschluss oder Teilnahmeschluss war heute 12 Uhr. Ich bin einen Ticken später dran. Wie gesagt, Exeter-Auflösungsvideo bzw. Exeter-Vorbereitung für die Schiffsvorstellung. Und das ist jetzt ein bisschen kollidiert mit dem Video. Ich habe mich so ein bisschen da eingearbeitet. Ich denke, das ist gar kein Problem, weil wir haben auch gar keine Kommentare danach. Sarah hat hier um kurz vor 11 noch kommentiert. Ich habe es auf dem Handy gesehen. Also von daher ist das alles soweit in Ordnung. Und ja, ich sage mal, wir schreiten direkt zur Tat. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz doll bei euch bedanken, dass ihr hier so zahlreich mitgemacht habt. Und jetzt gucken wir mal, wer die drei Gewinner sind. Zuerst werden wir Platz 3 ziehen. Wir haben hier 73 einmalige Kommentare. Das passt immer noch. Und wir fangen direkt an mit Platz 3. Wer wird jetzt der Dritte? Wer darf sich über einen 10-Euro Wert freuen, sozusagen? Andreas Lu. In-game heißt er dann Magua unterstrich. Oh, das muss man ganz genau abschreiben. 49NER. Er freut sich über 2500 Dublonen. Schreibt mir noch schnell dahinter. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast geschrieben. Auch hier natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an Zweijährigen. Also darf man sich ja was aussuchen. Für Platz 1 hat er die Gascogne genommen, für Platz 2 Dublonen und für Platz 3 eben die 2500 Dublonen. Und ja, da ist der Ingame-Name, den habe ich jetzt auch gerade notiert. Also herzlichen Glückwunsch, Andreas. Nächster Punkt, nächster Gewinner. Jetzt geht's um Platz 2. Wer wird der Zweite? Und der Zweite ist Tobias Frohns. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Hey, coole Aktion von euch in-game SW-BladeTobi. Er wünscht sich die Duca de Aosta. Und da gucken wir direkt mal rein, ob die Duca de Aosta überhaupt noch zu kaufen ist. Duca degli Abruzzi. Und da ist die Duca de Aosta und damit hat er auch den Wert erhalten. Das passt, das sind 18,86 Euro. Gehen dann an dich raus. Ich notiere mir ganz kurz seinen Namen. SW-BladeTobi Aosta. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt, die Spannung steigt. Wer wird Erster? Wir ziehen den ersten Platz. Trommelwirbel. Bisschen armselig für einen Streamer, aber der Gewinner ist Colin. Herzlichen Glückwunsch. Weil ihr heute Geburtstag habt, komme ich zu euch ein Gast. Gratulieren will ich dir, bring diese Blumen hier. Ihr macht immer schöne Videos und habe mir schon so manche Stunde mit denen um die Ohren gehauen. Macht noch 8 Jahre mindestens. Macht weiter so, noch 8 Jahre mindestens. In-game ist er Colin. Das können wir gleich schon mal notieren. Der erste Platz ist dann Colin. Und er wünscht sich die Massachusetts. Die Massachusetts, da gucken wir nochmal hoch, ob sie dann auch verfügbar ist. Nur um sicher zu sein. Da ist die Eugen Tierpitz und da ist die Massachusetts, die auch genau im Warenwert liegt. Also, das passt ganz perfekt. Er hat die Black schon und er möchte mit dieser Massachusetts dann sozusagen die anderen Dublonen von dem Sonderauftrag zusammenfahren. Also, Colin habe ich notiert. Die Massachusetts, wie auch immer, ich weiß dann Bescheid, habe ich mir notiert. Und das waren sie, unsere drei Gewinner aus unserem Seacrowds-Gewinnspiel. Wie gesagt, Gesamtwarenwert theoretischerweise 80 Euro. Ein paar Euro gehen dann jetzt in die nächsten Gewinnspiele, die wir irgendwann dann mal auf unseren Kanal hier machen werden. Wir haben ja immer mal wieder was für euch im Livestream oder halt auch in der Form, wie wir sie jetzt hier machen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr so reichhaltig mitgemacht habt und dass ihr so viele schöne Kommentare da gelassen habt. Ich habe da schon ein bisschen drüber gelächelt über den einen oder anderen Kommentar, habe mich darüber sehr, sehr gefreut.
Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht gewonnen habt, dass ihr das einfach mal in einem Livestream zum Beispiel probiert, wenn wir mal wieder einen Giveaway machen, dann auch wieder mit dabei seid. Und wenn es euch hier gefallen hat oder vielleicht auch über ein oder andere tolle Video von uns gestoßen seid und gesagt, oh, ey, cool, ist informativ, wenn ihr denn bleibt und es vielleicht auch weitererzählt an Freunde, die ihr habt, die uns noch nicht kennen, dann ist sowas immer Mundpropaganda, ist immer was Tolles und sowas kann ich als kleiner Streamer immer sehr, sehr gut gebrauchen. Also, ich danke euch für eure Zeit und wir sehen uns in den nächsten Videos hier auf dem Kanal. Haut rein, habt einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Secrets Team und euer Maracha. Tschüss.